Hey Leute, willkommen zurück bei Ultra FX. Ich muss euch leider was beichten. Ich bin einer Spielesucht verfallen. Naja, ganz extrem ist es nicht, aber ich habe festgestellt, dass das Spiel Resident Evil 2, also dieser Remake, mich gerade richtig fesselt und deswegen ich sehr viel Zeit jetzt wieder ins Zocken investiere. Aber es ist ja zum Glück ein Singleplayer, das heißt, der hat irgendwann mal ein Ende und dann werde ich auch wieder intensiver mich mit dem Basteln halt beschäftigen und vor allem halt hier, das seht ihr wahrscheinlich jetzt gerade nicht, Smart Home und so. Aber ich habe es trotzdem geschafft, mich ein bisschen um ein Projekt zu kümmern, und zwar um mein 2.1 Soundsystem, weil irgendwie will ich das schon relativ schnell jetzt voranbringen, damit ich halt quasi gute Musik hier habe, während ich Bluetooth bastel, ne? Macht ja Sinn. Also es gibt jetzt ein kleines Update. Ich habe jetzt bei Reichelt die weiteren Teile bestellt, die ich brauche, und zwar das 320 Watt 48 Volt Schaltnetzteil. Und ich habe auch was bekommen von IC Station, deswegen ist das heute auch so ein bisschen so ein Werbevideo. Und zwar handelt es sich dabei um ein Vorverstärkermodul, das den Ton quasi verstärkt, also vorverstärkt, bevor es an diese Klasse D-Endstufe geht, die ich euch im letzten Video gezeigt habe. Und zum anderen kann man da halt noch besser Höhen, Mitten und Tiefen separat regulieren. Und deswegen wollte ich das halt haben, damit ich da halt ja, die Tonqualität noch ein bisschen besser einstellen kann. Zum Thema Tonqualität habe ich ja den Kommentar erhalten, dass es sinnvoller wäre, wenn bei der 2.1 Endstufe man da quasi die Crossover-Frequenz selber einstellen kann und nicht die fertige Schaltung nimmt, die halt schon drauf ist. Ist halt leider ein bisschen schwierig, weil das eben nicht vorgesehen ist. Und da müsste ich halt erst noch ein bisschen Reverse Engineering machen und mir das Datenblatt halt von diesem TPS-Modul da halt angucken. Und könnte dann halt vielleicht irgendwo ein Potentiometer da reinsetzen, wo ich dann halt diese Trennfrequenz besser einstellen kann. Aber ich sag mal so, im Moment bin ich eigentlich sehr zufrieden damit. Also ich habe es gestern Abend schon mal ein bisschen getestet, wir machen es gleich nochmal. Und ja, also ich glaube, da ist einiges an Power auf jeden Fall vorhanden. Und zum anderen ist die Einstellung, wie sie jetzt ist, eigentlich schon sehr gut. Aber wie gesagt, ich möchte euch da nichts vorwegnehmen. Wir gehen da gleich wieder ein bisschen systematisch vor. Und dann zeige ich euch im Schnelldurchlauf, was ich da aufgebaut habe und dann machen wir einen kleinen Soundcheck. Es ist auch wieder noch extern, also ich habe noch kein Gehäuse, zumindest noch kein zusammengebautes, denn ich war gestern am Samstag im Baumarkt und habe mir da MDF besorgt für das Gehäuse mit 22 mm Stärke, also da kann man schon ordentlich dann was laufen lassen, ohne dass da was passiert. Und ich habe dass wir die Maße halt quasi ausgerechnet, beziehungsweise ich habe halt so ein Tool benutzt. Ich habe eigentlich sogar mehrere Tools benutzt, aber irgendwie bin ich da nicht ganz weitergekommen. Also ich wollte die Volumenberechnung halt machen, wie es am idealsten ist halt für diesen Lautsprecher. Und das Blöde ist halt, wenn ich diese Werte von dem Lautsprecher, die im Datenblatt stehen, in irgendein Berechnungstool eingebe, ja, egal welches, dann kommen am Ende irgendwie 5,5 Liter raus und das ist ja eigentlich lächerlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Subwoofer überhaupt, der hat ja von den Maßen her schon wesentlich mehr als 5 Liter. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich nehme einfach die Empfehlung, die im Datenblatt drin steht. Da steht ja schon drin, was man für ein geschlossenes Gehäuse nehmen sollte. Das sind 24 Liter. Also auf der Höhenordnung bin ich jetzt rausgekommen. Ich habe auch schon geguckt in diesen Simulationstools, wie ich glaube WinSDI oder wie das heißt. Wenn ich da die Volumenzahl erhöhe, ändert sich eigentlich am Frequenzverlauf eigentlich gar nichts. Also wenn ich es jetzt mit 24 Liter ein relativ kleines, kompaktes Gehäuse habe oder ob ich jetzt eins mit 100 Litern mache, scheint nicht wirklich viel auszumachen. Also wie gesagt, ich kenne mich da ehrlich gesagt noch nicht so mit aus, gebe ich zu. Und das ist jetzt einfach mein erstes Projekt, um halt in der Lautsprecherbau-Welt einfach mal Fuß zu fassen und erste Erfahrungen zu sammeln, ja. Also ich werde in Zukunft gerne auch noch weitere Lautsprecher bauen, wo ich dann halt die Erfahrungen nutzen kann, die ich schon gesammelt habe. Aber ich denke mal, so ein kleines, kompaktes Subwoofer-Gehäuse, 22 mm MDF, war auch nicht sonderlich teuer, da bin ich ganz glücklich drüber. Und ja, jetzt geht es um den Zusammenbau. Und ich habe mir da noch so ein Dübelset besorgt, ja, mit so einer Dübellehre, ja, also so ein Tool, womit man halt quasi Millimeter genau halt schon mal einstellen kann, wo Dübel hingesetzt werden sollen und dann bohrt man da halt dann rein und da sind auch Dübel schon mit dabei und Holzleim, obwohl ich nehme wahrscheinlich diesen so ultraschnellen, den ich da damals bei meinem Weihnachtshaus benutzt habe und werde halt Dübel benutzen, um das Ganze zusammenzusetzen, aus dem Grund, weil ich keine Lust hatte, jetzt extra so Schraubzwingen, die halt
mega lang sind, zu kaufen, weil das wäre im Endeffekt wesentlich teurer gewesen. Und ich glaube, die Toolbox hat sowas nicht, aber bin ich mir auch nicht sicher. Und ich dachte halt, wenn ich das mit Dübeln mache, dann kann ich da halt nachher das quasi wie ein Lego-Bausatz zusammenstecken und dann einfach irgendwas Schweres draufstellen, damit es trocknet und dann ist das fertig, ja. Also ich will, wie gesagt, das ist alles eher so budgetmäßig und ich versuche halt irgendwie möglichst wenig Geld dafür zu investieren und halt trotzdem richtig Qualität und Power rauszukriegen. Und nachher fahre ich noch zur Toolbox und ich habe mich im Voraus informiert, ob die einen Fräszirkel haben, ja, womit ich halt mit der Oberfräse dann einen sauberen Kreis machen kann, wo der Lautsprecher dann reinkommt. Wenn es gut läuft, schaffe ich das dann bis heute Abend noch, dass das ausgefräst ist und ich kann dann im Laufe der nächsten Woche anfangen, das Gehäuse zusammenzubauen und da müsste ich mir halt noch so Dämmwolle, ja, ist es zum Dämmen, Dämpfen, ihr wisst, was ich meine, ne, besorgen und halt so ein Dichtungsgummi oder so für die Lautsprecher. Und dann kann ich den nämlich schon mal reinbauen. Und hinten, das lasse ich noch offen, wo halt dann die Elektronik reinkommt. Da habe ich auch extra Platz gelassen. Und da werde ich dann auch wieder die Methode anwenden, denke ich, die ich bei meinem Weihnachtshaus hatte, mit diesen Winkeln, dass ich halt hinten dann die hintere Wand festschrauben kann, damit ich die wieder lösen kann, falls ich an die Elektronik ran muss. Ich habe mir nämlich zur Elektronik selber auch noch Gedanken gemacht. Und zwar möchte ich da eine Elektronik einbauen mit Relais. Zum einen zum Einschalten von dem Ganzen, weil ich habe gesehen, im Betrieb läuft es, glaube ich, schon so auf circa 20 Watt raus, was ja auch nicht gerade so geil ist. Und manchmal möchte ich halt auch die Möglichkeit haben, das System auszuschalten, wenn ich halt mit Kopfhörern dann zocken oder skypen oder so will. Und ach so, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich hatte nämlich vor, ein paar von den Reglern auszulagern, und zwar in eine Art Fernbedienung auf dem Tisch. Und dafür habe ich mir dieses Kabel besorgt. Und zwar, das ist ein 25-poliges Signalkabel, ja, und ich habe gesehen, das ist sogar alles Echtkupferleitung und 5 Meter lang. Und das möchte ich benutzen, um mir dann mit 3D-Druck wahrscheinlich hier eine kleine Fernbedienung zu basteln, wo ich dann zum Beispiel den Bass regeln kann, die Lautstärke, und ich möchte halt das System mit einem Knopf ein- und ausschalten. Und da werde ich dann einen kleinen Mikrocontroller nutzen, wahrscheinlich einen Atmel, weil ich möchte einen 5-Volt-Controller haben, mit dem ich dann das Ganze ein- und ausschalten kann, eine kleine Kontroll-LED halt, ne? Und hier hinten an den Subwoofer kommt dann so ein 25-Pol Sub-D-Stecker, ne? Wie damals noch von den alten Computern, so ein Parallelport-Stecker quasi, kommt dann da hinten dran. Und damit kann ich die Fernbedienung dann da halt anschließen. Und ja, wie gesagt, mit 25 Pins, wir werden gleich sehen, da muss ich halt genau auswählen, welche von den ganzen Potis ich dann nachher verlagern will auf die Fernbedienung und welche quasi nur hinten am Subwoofer steuerbar sein sollen. Da habe ich schon so eine grobe Idee. Dieser Mikrocontroller, der soll dann im Endeffekt ein Relais steuern, wenn ich einen Knopf drücke. Und dieses Relais schaltet dann halt das große Netzteil ein und auch den Travo halt für den Vorverstärker. Natürlich brauche ich dafür eine permanente Stromversorgung nur für den Controller, also eine 5-Volt-Versorgung. Da werde ich dann wahrscheinlich wieder eins von diesen günstigen Steckernetzteilen da irgendwie reinkleben oder vielleicht finde ich auch irgendwie so ein Printmodul. Das wäre eigentlich sogar noch besser. Und dann möchte ich noch weitere Relais haben mit so einer kleinen Einschaltverzögerung für die Lautsprecherausgänge, weil ich habe halt gemerkt, wenn ich den Verstärker einschalte, dann hat man halt kurz so einen Gleichspannungsanteil. Ja, dann werden sich halt die Elkos aufladen und die höherwertigen Verstärker, die man so hat, eigentlich jeder Verstärker hat halt irgendwie so eine Einschaltverzögerung. Das merkt man auch, wenn man jetzt zum Beispiel einen Receiver einschaltet, dann hört man erst einen Klack, wenn halt quasi der Transformator eingeschaltet wird und dann ein paar Sekunden später hört man dann nochmal einen Klack und das ist dann eben, wenn die Lautsprecher quasi ihr Signal kriegen. Und wenn das einfach umzusetzen ist, dann würde ich das auch noch mit bei mir einbauen. Und wenn nicht, dann muss ich gucken, ob ich das anders vielleicht gelöst kriege. Man kann ja, glaube ich, einfach den Kondensator irgendwie in die Lautsprecherleitung reinpacken oder so, dass der das irgendwie ein bisschen trennt, also diesen Gleichstromanteil oder so. Aber da muss ich halt, da muss ich mich noch ein bisschen informieren. Aber sowas in der Richtung möchte ich auf jeden Fall auch noch mit da einbauen, damit mein Lautsprecher halt auf jeden Fall länger durchhalten. Hoffe ich. So, und jetzt schauen wir uns erstmal den Aufbau an und wie gesagt, machen einen kleinen Soundcheck. Viel Spaß. So, und wie von IC Station Videos gewohnt, gucken wir auf der Homepage natürlich, woher man dieses Modul bekommt. Man kann es, glaube ich, finden, wenn man schaut.
Okay, also man findet das hier in der in der Rubrik Function Module, Digital Amplifier Module. Und was man hier auf jeden Fall schon mal finden kann, sind auch Klasse D-Endstufen ähnlich der, die ich habe. Ne, hier zum Beispiel das Modell mit 2x50 Watt, 150 Mono, ne, wenn man nur einen Subwoofer zum Beispiel betreiben will, 2x120 Watt hier. Genau. So, und auf der zweiten Seite ist hier ein Ultra High Power, der interessiert mich jetzt auch mal, vor allem vom Preis her. Ist ja recht günstig. 2x420 Watt. ja, alles klar. Und vor allem mit 24 Volt, da muss man aber schon ordentliche Strippen dann anschließen. Boah, ganz schön krass. Da gibt es, glaube ich, auch ein Video dazu. Da ist auch hier die. Dieses Preamplifier Board mit dabei. Ich glaube, das Video habe ich mir sogar selber angeschaut, bevor ich IC Station gebeten habe, mir das zu schicken. Kann ich also sehr empfehlen. Naja, auf jeden Fall, wenn man jetzt hier ein Stück weiter runter scrollt, findet man jetzt hier endlich den Tone Amplifier Board für 7,35 $. Genau, und so sieht das Ganze aus. Also da ist einmal das Modul selber natürlich, dann diese Kappen hier und das Befestigungszeugs. Und dieses Verbindungskabel, was halt dann auch in Klasse D-Verstärker reinpasst, die irgendwie von einer anderen Firma oder Marke kommen. Ich habe schon das Gefühl, dass es irgendwie im Endeffekt alles aus dem gleichen, zumindest designtechnisch aus dem gleichen Laden kommt. Aber wer weiß. So, die Features, 5 Watt Power Consumption. Ich habe deswegen ein 10 Volt Ampere Doppel Trafo verwendet. Also hier steht ja, wir brauchen 2x12 Volt. Wir brauchen nämlich einmal positiv 12 Volt und einmal negativ 12 Volt. So funktionieren diese Op-Amps, ja, die Operationsverstärker, die da drauf sind, die brauchen halt diese Spannung, um diese eigentliche Verstärkung nachher machen zu können. Ne? Die wollen es natürlich im positiven Bereich, wollen die natürlich das Signal verstärken. Da braucht man dann positiv 12 Volt und natürlich auch negativ. Ne? Wir haben ja immer einen Sinus oder eben eine Welle, die halt sowohl oberhalb von 0 Volt als auch unterhalb von 0 Volt sind. Und deswegen braucht man eben zwei verschiedene Spannungen. Und da nimmt man sich dann halt einfach einen Trafo, der beide hat. Also zwei Ausgänge sozusagen, 2x12 Volt. Und wenn man dann halt quasi die plus 12 Volt von dem ersten Teil und die Ground von dem anderen Teil miteinander kombiniert und daraus einen Common Ground quasi macht, also einen verbundenen Ground, dann hat man eben auf der linken Seite negativ 12 Volt und auf der rechten Seite positiv 12 Volt in Bezug auf dieses Common Ground, was wir uns da halt dann erstellt haben quasi. Genau. Hier ist das auf einem Bild dann nochmal gezeigt mit einem Ringkerntransformator, der sowohl diese Plus und Minus 12 Volt als auch dann natürlich die hohe Spannung für den eigentlichen, für die eigentliche Endstufe bringt. Das kann man auch machen. Ist halt dann weniger effizient natürlich und man muss auch einen finden, der die Leistung halt bringen kann. Genau, hier ist das Ganze nochmal gezeigt. Das ist so ziemlich derselbe Trafo, den ich habe. Und ja, wenn die rote LED leuchtet, ist alles gut sozusagen. Wobei ich gesehen habe, die rote LED, die wird eigentlich nur an den plus 12 Volt abgegriffen. Das heißt, wenn ihr nur ein 12 Volt anschließt, dann würde es auch schon leuchten. Es würde so aussehen, als ob es funktioniert, aber es fehlt halt eben der Negativanteil. Und was dann passiert, das wird wahrscheinlich dann nicht so schön klingen. Ja. Also wie gesagt, mit dem 10VA seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite. Man kann auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger nehmen. Auf jeden Fall muss man halt mindestens diese 5 Watt oder 5 Volt Ampere eben irgendwie haben. Genau, und diese NE5532, das sind halt praktisch die Chips, die da drauf sind von Texas Instruments. Sind, glaube ich, ziemlich gut von der Qualität her. Auch die POTIs, die kratzen nicht irgendwie beim Verstellen, zumindest bis jetzt noch nicht. Ist also gar nicht mal so schlecht, das Ding. Und was ich halt cool finde auf jeden Fall, ist auch, dass der auch schon hier die Cinch-Anschlüsse hat. Ne? Dass man da halt dann nichts mehr basteln muss. Da kann man direkt an seine Quelle anschließen und dann eben, wie gesagt, als Ausgang diesen 3-Pin-Anschluss, der mit diesem Kabel, was dabei ist, direkt mit dem Verstärkermodul verbunden werden kann, sofern man halt so eins verwendet wie das, was ich habe, oder halt das auch, was IC Station selber verkauft. Man sieht auch hier unten, es sind schon Videos davon rausgekommen, aber noch nicht in Deutsch. Deswegen wird meins wahrscheinlich hier an dritter Stelle auch noch aufkreuzen. So, da haben wir jetzt auch den Vorverstärker einmal schön in der Plastiktüte verpackt und da sieht man auch das ganze Zubehör, wie gerade schon auf der Internetseite gesehen. Diese Poti-Kappen sehen natürlich aus wie Chrom oder Metall, sind natürlich aus Plastik, aber eigentlich recht hübsch. Und hier ist dieses Verbindungskabel, das Audiokabel.
Und das sieht optisch schon so aus, als könnte das eventuell in meinen Klasse-D-Verstärker reinpassen, der ja eigentlich von ganz woanders herkommt. Das muss man natürlich direkt erstmal ausprobieren. Da ist er. Das ist der Stecker. Da hatte ich ja vorher noch meinen selbst gelöteten Stecker drin. Und jetzt versuche ich einfach mal, ob das da reinpasst. Und tada, es passt wie angegossen. Das ist natürlich ideal. Da muss man nichts mehr selber basteln. Das ist schon mal praktisch. So sieht das Ganze aus. Da vorne sind diese Potentiometer, die auch schon beim Klasse-D-Verstärker sind, die angeblich, weiß ich nicht, sehr genau sein sollen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie sind okay. Und hier sind die Ginger-Schlüsse, die wir auch gerade schon gesehen haben. Wenn es dann mal scharf wird. Jo, da kann man direkt an seine Audioquelle dran anschließen. Auch das spart natürlich dann wieder Arbeit. Und da oben sieht man jetzt auch die zwei Operationsverstärker. Die sind jetzt falsch rum. Da fallen jetzt die ganzen Elektronen raus. Das ist mir natürlich noch rechtzeitig aufgefallen. Deswegen habe ich es mal umgedreht. Und da sieht man NE5532P. Und oben links das TI-Symbol und Texas Instruments Op-Amps sind ja eigentlich recht bekannt, dass die eigentlich auch sehr gut sind. Da ist der Eingang für die 12-Volt-Verbindung, wie man gesehen hat. Also so ein dreipoliger Anschluss und da sind die zwei Linearregler, einer für minus 12 Volt und einer für plus 12 Volt. Das sieht man auch an der Anordnung von den beiden LCOs da. Und halt die Kontrollleuchte da und hier unten sieht man noch die ganze Beschaltung halt für die Filter. Was ich da cool finde, ist, dass es halt Metallschichtwiderstände sind, die natürlich nur 1% Abweichung haben, was auch wieder sehr gut ist. Und die Unterseite zeigt natürlich nicht so viel. Und ja, hier ist dann nochmal der Trafo, den ich mir besorgt habe. Wie gesagt, 2x5 Volt Ampere oder insgesamt 10 Volt Ampere. Zwei getrennte 12 Volt Ausgänge, die man dann eben so verschalten kann. Okay, First Step war hier dieser Trafo, den ich auch vorhin schon erwähnt hatte mit den zwei 12 Volt Ausgängen. Der hat wie gesagt 10 Volt Ampere, ganz einfach bei Reichel zu bestellen. Und ich habe dann halt hier so diese Lautsprecherleitung genommen, die ich da habe. Und angefangen da auf einer Seite Stecker zu crimpen, die halt da auf diese Printanschlüsse passen. Später wird das Ding natürlich auf eine Platine gelötet, aber jetzt halt zum Testen erstmal. Und da sieht man auch die zwei Groundleitungen da, die ich bei dem schwarzen Stecker da gerade so zusammengedrillt habe. Das ist also quasi das Nullpotenzial und links und rechts kommen dann die entsprechenden Plus- und Minus-12-Volt-Leitungen dran und schon hat der Preamp Strom. Und ja, natürlich muss das Ganze noch an 230 Volt dran. Das hat man jetzt gerade hier nicht gesehen, da habe ich einen Stecker schon mal dran geschraubt, also einen normalen 230 Volt-Stecker. Naja, weiter geht's. Ja, der Strom für die Endstufe. Da wollte ich eigentlich erst Lautsprecherkabel nehmen, 2,5 mm Quadrat, hat aber leider nicht durch die Löcher gepasst, also habe ich eins mit 1 mm Quadrat genommen. Müsste bei 48 Volt eigentlich auch noch gehen, aber ich glaube, wenn ich es fest in den Subwoofer einbaue, schaue ich mal, ob ich vielleicht 1,5 Quadrat noch irgendwo herkriege. So, und da habe ich das dann ans 320 Watt Schaltnetzteil angeschlossen, zusammen mit der Spannungsversorgung für diesen Print-Trafo. War ein bisschen schwierig, bisschen Frickelei, aber hat irgendwie hingehauen. Das ist jetzt auch alles nur zum Kurzzeit-Testen. Also später mache ich das dann noch gescheit dann mit irgendwie Vago-Klemmen oder so, dass das auf jeden Fall alles safe ist. Das habt ihr ja bei meinem Weihnachtshaus schon gesehen, dass ich da immer ziemlich Wert drauf lege bei 230 Volt, dass das absolut safe ist alles. Genau, und da habe ich dann den Subwoofer gerade angeschlossen und jetzt die Boxenkabel für die Lautsprecher, die ich jetzt gerade vom Schreibtisch abklemme und da dann eben an das Test-Setup anschließe. Das sind halt wie gesagt diese Onkyo-Dinger, die ich da habe. So, hier seht ihr das Holz für meinen Subwoofer und ihr seht schon, das ist echt fett. Ja. Das ist auf jeden Fall schon mal echt krass und ich kann jetzt mal hier ein bisschen zeigen, wie das nachher aussehen soll, wenn ich das zusammengebaut habe. Man sieht ja, die Vorderseite ist auf jeden Fall quadratisch, das sind 30 x 30 cm, das habe ich so als Grundlage genommen. Hier kommt dann der Subwoofer hin. Und das Ganze geht dann ein bisschen in die Tiefe, sage ich mal, aus dem einfachen Grund, weil halt eben dahinter eine Kammer ist für die Elektronik. Ich habe das Gefühl, ich habe vielleicht ein bisschen viel Platz gelassen. Ich habe 10 cm eingeplant, das ist eigentlich schon relativ viel, aber da kann man auch viel Technik halt dann da reinsetzen. So, hier kommt dann wie gesagt der Lautsprecher hin. Und dahinter dann hier irgendwo kommt dann die Mittelwand sozusagen und ganz hinten haben wir dann einfach nochmal das Ende sozusagen. Und so schaut es dann halt nachher ungefähr aus. Und ups, dann kann man eben, wie gesagt, hier oben noch
ein Holz draufsetzen. So, ich zeige es nochmal kurz von der Seite, so ungefähr. Genau, und dann kann man hier noch die Seitenwände hinsetzen. Die sind so ausgemessen, dass die eben von unten bis oben gehen. Und das Beeindruckende finde ich einfach, ist bei diesem Zuschnittservice von dem Baumarkt, wo ich war, das ist einfach perfekt, ja. Also so schön könnte ich es selber mit einer Kreissäge nie im Leben hinkriegen. Und ja, man sieht, das ist schon ein relativ massives Teil. Ja, da bin ich mal echt gespannt, hey. Das wird schwer und das wird laut. Da werden sich die Nachbarn freuen. Aber wie gesagt, ich möchte es ja nicht übertreiben. So, los geht's. Ich nehme hier das Mikro von meiner Kamera. Genau, also ich habe jetzt hier meinen Aufbau. Hier ist das 320 Watt Netzteil. Das Modul hier von IC Station ist mit dem Kabel hier verbunden mit der Endstufe hier, mit der Klasse D Endstufe. Da ist jetzt ein Lüfter drauf, der auch direkt von der Endstufe gesteuert wird. Ich habe es gerade nachgemessen, da kommen ungefähr 12 Volt hin. Ist also, glaube ich, nicht regelbar. Und hier ist der Subwoofer natürlich von Miwok. Und ich habe hier eine Strommessung, die ihr gleich sehen könnt. Und übers Handy gibt es Musik von No Copyright Sounds. So, erster Step: Einstöpseln. So, und ihr hört es wahrscheinlich nicht so, aber der Lüfter hier von dem Netzteil ist leider sehr laut. Da muss ich mal gucken, ob ich den vielleicht austausche oder so. Oder ob er vielleicht gar nicht so stört. Den hier hört man halt fast gar nicht, wie man es auch von meinem anderen schon kennt. So, jetzt machen wir mal Mucke an hier. Cinnamon von Hurley Mauer. So. Jetzt mal gucken, ob das hier voll laut ist. Ja, das passt. Wir haben jetzt, wie gesagt, hier schon 0,12 Ampere. Hier oben habe ich noch eine Stromverbrauchsmessung. Die seht ihr jetzt nicht. Das sind 15 Watt ungefähr. So, und da kommt jetzt was. Jetzt halt bei den Subwoofer. Das ich mal voll auf. Man hört schon ein bisschen was. Jetzt kann ich halt hier erstmal Höhen zum Beispiel einstellen. Ja, der Lüfter bringt es auch, also der Kühlkörper hier, der ist auch noch komplett kalt. Also pff, abartig, einfach nur abartig. So, jetzt habt ihr es ja gehört, mein super tolles System. Also ich bin echt beeindruckt, aber ich habe auch echt Respekt bzw. Angst, dass ich es da ein bisschen übertrieben habe. Also der Subwoofer, der macht jetzt Free Air, ne, mit diesen 320 Watt im Vergleich zu meinem Billo Labornetzteil, was ich vorher dran hatte. Also der macht jetzt schon wirklich richtig Druck. Also ich merk den Bass schon, obwohl da einfach noch kein Gehäuse dran ist. Und ich denke mal, wenn der da drin ist, dann wird der ganz schön brachial werden. Also ja, mal gucken, ob ich den überhaupt anwenden kann. Und ich habe auch festgestellt, dass diese Onkyo-Lautsprecher, die ja eigentlich nicht so geil sind, dachte ich bisher, die klingen auch viel besser jetzt an diesem System, als sie es vorher mit meinem billigen Tevion-Verstärker da gemacht haben. Ich denke mal auch, dass da zum Teil der Vorteil ist, dass da jetzt halt mehr Leistung ist, weil die halten bis zu 120 Watt aus und das kleine Ding da unten, das hat, ja, lächerlich. Und zum anderen kann man halt, wie gesagt, den Klang besser einstellen jetzt mit diesem Vorverstärkermodul von IC Station. Ich habe auch wieder unten in der Beschreibung einen Link zu diesem Modul und auch zu den anderen Sachen, die ich verwendet habe. Okay, also im Laufe der Woche werde ich mich dann darum kümmern, das Gehäuse zusammen zu schustern, ja, wenn das heute klappt mit dem
mit dem Ausfräsen und dann werde ich mir langsam Gedanken machen halt um die Rückseite. Im besten Fall schaffe ich es bis zum nächsten Wochenende, zumindest den Lautsprecher schon mal eingebaut zu haben, dass ich halt schon mal wirklich einen richtigen Klang testen kann, also ja, einen Soundcheck machen kann, auch ohne die Elektronik, weil gerade das mit dem Mikrocontroller, das wird wahrscheinlich noch wieder ein bisschen dauern, aber ne, damit halt wenigstens ein bisschen schon mal was geht. Okay, also danke fürs Anschauen auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Abonniert mich und aktiviert das Glöckchen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wir sehen uns dann wieder. Ciao!